G wie Grenzwerte. Überall, wo Elektrizität erzeugt, übertragen oder genutzt wird, können elektrische und magnetische Felder entstehen. Elektrische und magnetische Felder können zusätzliche Ströme im Körper erzeugen. Als Folge davon können Nerven und Muskelzellen stimuliert werden, wenn bestimmte Schwellen überschritten werden. Bei einer Überschreitung kann das zu wahrnehmbaren Wirkungen führen, beispielsweise zur Aufladung der Körperbehaarung. Auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse hat der Gesetzgeber deshalb Grenzwerte festgelegt, mit denen gesundheitliche Auswirkungen, zum Beispiel durch den Betrieb von neuen Stromleitungen, sicher vermieden werden. Die Grenzwerte dienen dem vorsorgenden Gesundheitsschutz. Vor Lärmbelästigungen schützen Emissionsrichtwerte. Sowohl beim Bau als auch beim Betrieb von Stromleitungen kann es zu Geräuschentwicklung, sogenannten Emissionen, kommen. Die beim Betrieb erzeugten Corona-Geräusche werden als Knistern, Surren oder Brummen wahrgenommen. Art, Dauer und Intensität dieser Geräusche hängen unter anderem von den Wetterverhältnissen ab, von der Auslastung der Leitung und von der Umgebung. Feuchtigkeit durch Nebel oder Raureif verstärkt die Geräusche bei Wechselstromleitungen. Bei Gleichstromleitungen ist es umgekehrt. Hier kann Feuchtigkeit sogar helfen, die Geräusche zu reduzieren. Die Bundesnetzagentur genehmigt nur Leitungen, die zum Schutz der Gesundheit alle Grenz- und Richtwerte grundsätzlich einhalten.